Schönen guten Tag, meine Abonnenten. Ja, habe heute einen Besuch gehabt, der wohnt hier auch so ungefähr 10 Kilometer von mir entfernt. Auch ein deutsches. Mit einer thailändischen Ehefrau, ist genauso lange wie ich hier in Thailand und vorher auch so. Ja, dann habe ich mit ihnen mal ein bisschen überredet, so von mit dem Visum, mit den Heiratspapieren und so. Und gefragt, wenn er auch so ein YouTube Interesse hat, mit mir einen Kommentar. Leider will er nicht, er hält nichts davon, weil viele, ihr weiß ja, was man ist, andere besser wissen als wie sonst was. Er kommt auch ziemlich gut durch und so. Ja, dann hab ich ein bisschen Tipps gegeben. Oh, das hat er auch gesagt, er wusste nichts und so. Aber er kennt sich auch mit seiner Rechte aus, wie ich das mal angesprochen habe, mit dem Nutzung- und Mietrecht oder wenn man Scheidungsfall ist, was dir gehört und was nicht gehört hat und so, das weiß er schon auch und so. Ja, und so dumm ist er auch nicht so, aber ich habe ihn darüber auch ein bisschen unterhalten und so und da hat er auch zurechtgekommen und so und er versteht ja mich auch ein bisschen und so. Ja, und er hat selbst hier ein schönes Haus, so, gerade von dieser Frau und so. Nur was er investiert, ist ja seins und so, das weiß sie auch. Die sind auch schon jetzt so 2 Jahre verheiratet, so wie ich. Er lebt auch schon seit 2 Jahren als Rentner hier, so wie ich. Ja, nur er sagt auch, er ist auch froh, dass er aus Deutschland ausgewandert ist, weil Deutschland hat keine Zukunft mehr für ihn. Ja. Das höre ich von jedem, jeder will auswandern, aber welche wollen gerne mit nur Kapital auswandern oder mit Arbeitserlaubnis und so. Aber er sagt ja auch, man muss das haben hier in Thailand und es ist schlecht ohne Arbeitserlaubnis und ohne Visum. Was viele sagen mit Running Border und so, praktisch das heißt, ich gehe über die Grenze, einmal ein Häuschen, wieder zurück. Es ist nicht mehr so. Es haben auch schon viele Versuche, weil dann müssen sie mit dem Flugzeug wieder fliegen, um reinzukommen. Aber viele denken immer, es ist noch das, es gibt sowas nicht, die machen ja schon auch den Riegel davor. Und das Einzige, was man hier haben muss, man muss Geld haben, das sagt er auch und so, weil sonst hat man hier ein gutes Leben und so. Okay. Bestechung ist überall weltweit, ja das stimmt, Deutschland ist auch, aber hier ist das offener und Deutschland ist mehr unter dem Tisch, was Politiker schön alles annehmen. Ja, er sagt, Deutschland ist auch nicht mehr rosig, er kennt sich das auch so, er hat auch schwer arbeiten müssen und so. Und er sagt, er will die letzte Zeit hier leben, hier liebt er sich gut und so. Ja, das kann man sehen. Ja. Das ist erstmal alles. Das ist ein kurzes Thema. Ich habe auch nicht mehr viel und so, was ich sagen möchte und so. Ich will nächstes Mal wieder auf den Markt gehen. Nächste Woche. Und dann werde ich da ein Video machen davon. Über Nachtmarkt und so. Und meine Frau werde ich da hingehen und dann werde ich das auch bringen. Ihr könnt erstmal sehen, den Nachtmarkt in Korat ist auch sehr groß. Ja, und dann werde ich mal einen Blumenmarkt mal zeigen nochmal, wie das ist. Ja, und dann mal sehen, wo wir dann der nächstes Mal hinfahren, sind nach Schulferien noch und so 3 Wochen. Und dann werde ich auch noch was unternehmen und dann werde ich es auch machen. Mal gucken, wenn wir nach Pattaya fahren und so. Nur der Deutsche hatten 2 Leute, die wollen gerne arbeiten bei mir. Ich habe gesagt, können Sie gerne machen, anfangen und so. Für 400 Baht und so, hat er gesagt, würden sie kommen und so, da bin ich mal gespannt. Die sind auch gut, dass wenigstens mein Dach denn gemacht werden kann. Ja, meine Leute, Dankeschön, dass ihr zahlreichen meinen Kanal abonniert haben. Und ich finde, dass diese Woche sehr viel gebracht, da bin ich auch glücklich. Ich hoffe, dass ich noch dieses Jahr meine 1000, über 1000 bekomme. Und viele finden das gut, dass ich meine Wahrheit sage. Was viele nicht schön finden, denn wenn ich die Wahrheit sage, wie das wirklich ist, dann lassen sie abspringen.
Ja, es gibt viele, die wiederholen das oder erklären nicht alles oder bringen mir so schön, wie mein Haus ist mit Selbstversorgung und so. Ja, das interessiert keinen. Kann ich auch sowas machen? Oder ich lese das in Fahrlang-Zeitung und erzähle das, was die da schreiben, euch. Das bringt euch auch nichts viel. Nur ich kann meine Erfahrung euch weitergeben. Viel gefallen das nicht. Ich lasse mir auch nichts gefallen. Aber ich rede das nicht schön und wie es ist. Jedes Land ist nicht schön. Ich höre immer mehr, viele würden gerne auswandern aus Deutschland, weil es zu teuer ist und hat die Qualität nicht mehr. Andere Länder ist auch hart zu erkämpfen. Die schicken da auch nichts. Keiner will was geben oder was nehmen und so. Man muss selbst was wissen. Auswandern ist auch nicht leicht wie ein Zuckerlecken und so. Man muss was Geld haben, um auszuwandern. Hast kein Geld, scheitert das schnell. Das gibt viele hier, kenne ich auch schon. Das musst du ja selbst wissen. Ich sagte ja immer, Kapital musst du haben zum Auswandern. Hast du das nicht, bleib zu Hause. Das ist das. Es ist schön, wenn man aus dem Land raus möchte, wo es nicht gefällt, weil du musst das auch das Geld danach haben. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, ciao.